Happy birthday to you! Happy birthday to you! Weiter geht's. Ja, weiter geht's. Habt ihr eine gute Beziehung zueinander? Ja, sonst würden wir ja kein Video zusammen haben. Ja, ich wollte jetzt erstmal wissen, was er sagt. Ja, hätte Fahrradkette. Yay, neues Follow Me Around. Ich bin in Berlin. Ich fahre jetzt allerdings schon wieder nach Hause. Und zwar war ich auf der Maybelline Fashion Week Show. Das Video dazu habe ich wahrscheinlich schon geschnitten, wenn dieses hier online kommt. Ich bin mir nicht sicher. Aber es wird jetzt wieder ein neues Follow Me Around geben. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich gehe mir gerade die Finger ab, deshalb mache ich mal Schluss und melde mich von zu Hause nochmal. Bis später. Hallo, hallo, da bin ich wieder, wie man unschwer erkennen kann, jetzt im Zug. Ich sehe immer noch total fertig aus. Wie gesagt, ich habe wenig geschlafen, wollte mich jetzt aber nochmal bei euch melden und euch noch so ein bisschen was erzählen von gestern. Es war so eine geile Show, echt. Also wenn das Video fertig geschnitten ist, dann verlinke ich es euch mal unten in der Infobox. Ich muss mal gucken, wie ich es zeitlich hinbekomme, denn jetzt freue ich mich natürlich erstmal auf zu Hause, auf meine Kinder. Es ist zwar total schön, wenn man so eine Auszeit bekommt, dass ich mir die auch mal nehmen kann. Ich muss natürlich vorher alles total organisieren. Das ist alles gar nicht so einfach. Aber umso schöner ist es natürlich auch wieder heimzufahren. Und ich freue mich riesig auf meine Kinder. Die sind jetzt in der Schule. Und dann werden wir heute Mittag Zeit miteinander haben. Dann muss ich natürlich wieder ins Büro. Genug frei gehabt, ne? Wobei ich sagen muss, dass es schon auch stressig ist. Also jetzt gerade in Berlin. Das waren jetzt über 1000 Kilometer wieder. Ich sitze jetzt 6 Stunden noch im Zug und auch dort, ne, es ist eine große Stadt, man muss sich erstmal umschauen und so weiter. Und die Show war natürlich auch bombastisch, also es sind auch ganz viele Eindrücke und das muss ich natürlich auch erstmal alles verarbeiten. Also so richtig frei mit entspannen, das ist es jetzt nicht, aber es ist schon echt eine coole Sache. Ich bin auch total dankbar, dass ich eben eingeladen wurde von Maybelline, dass ich das mal erleben durfte. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr euch freut, dass ich euch immer mitnehme. Und gestern war es natürlich dann auch erstmal wieder so, dass ich wieder Pech hatte. Also ich habe da ja auch immer voll die Pechsträhne. Die an der Rezeption hat nämlich meinem Taxifahrer die falsche Adresse gegeben. Für eine Fahrt, die eigentlich 20 Minuten gedauert hätte, habe ich über eine Stunde im Taxi gesessen. Nach 40 Euro, die auf dem Taxometer standen, hat er es dann mir zuliebe ausgemacht, weil er dann eben gemerkt hat, dass es die falsche Adresse war. Und das war natürlich ein Big Fail und da denke ich mir halt oft, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass ich so ein Control-Freak bin. Also ich kann echt schlechtes Zepter abgeben und ich weiß auch warum. Denn wenn ich nochmal kontrolliert hätte, beziehungsweise mich mit dem Taxifahrer nochmal abgesprochen hätte, dann wäre das nicht passiert. Ja, hätte Fahrradkette. Ich habe da echt immer voll Pech, aber ich wollte dann auch nicht so komisch rüberkommen und sagen, nee, lassen Sie uns nochmal kontrollieren, ne? Weil er hatte die Adresse, er hat gesagt, nee, das passt schon so, es wurde mir so weitergegeben. Ja, und im Endeffekt saß ich dann halt echt so lang im Taxi. Ich bin dann auch echt zu spät gekommen. Es hat mich natürlich total geärgert, weil ich alles so gut organisiert habe und so gut vorbereitet habe und wegen so einer Sache, ne? Aber gut, ich habe das Ganze dann positiv gesehen. Die Show war richtig geil. Ich habe so coole Eindrücke einfach mitgenommen für mich. Ich habe den Boris getroffen, die Dunja, die Lamia und so weiter. Das habe ich euch alles schon erzählt. Und diese Erinnerungen, die kriege ich so schnell halt nicht aus dem Kopf. Und die sind unbezahlbar. Und deswegen sehe ich darüber hinweg. Also ihr wisst, dass ich ja positiv bin, aber im Endeffekt, ne, habe ich echt immer so ein Pech. Ich weiß nicht, wer mir immer so schlechte Gedanken schickt. In Italien sagt man das so. Auf Deutsch hört sich das echt doof an. Jedenfalls, egal, wir gucken drüber hinweg. Alles gut, alles easy. Und mein Tipp an euch ist, falls ihr wirklich auch mal was machen wollt, wo ihr euch nicht so richtig traut, dann oder ein bisschen kompliziert ist, mit viel Stress verbunden ist, aber ihr das unbedingt mal erleben wollt, dann springt über euren Schatten und denkt euch, ey, das mache ich, weil danach seid ihr so viel stärker und ihr seid ein Stück weit wieder gewachsen. Ne, also so geht es jetzt mir. Also immer wieder, wenn ich sowas erlebe, es ist ja jetzt nicht das erste und einzige Event, das ich erlebt habe, eben auch mit euch und durch euch, es ist immer jedes Mal so ein Stück weit, wow, richtig cool. Also ich werde mich nie dran gewöhnen, das jetzt nicht, dass ich sage, naja, warst du mal da, warst du da, sondern jedes Mal erlebe ich das wirklich zu 100%. Und
ja, erinnere mich dann auch immer wieder dran. Zum Beispiel im letzten Jahr war ich ja auch unglaublich viel unterwegs, ne? Und es war wirklich jedes Event ganz speziell, ganz besonders und ich denke eben immer wieder gerne daran. Jo, und jetzt mache ich erstmal Schluss. Jetzt ruhe ich mich kurz aus und schreibe noch ein paar E-Mails für zu Hause, damit ich dann im Büro nicht so viel zu tun habe. Und dann melde ich mich von daheim dann nochmal. Bis dann. Ich bin da. Jetzt zeige ich euch mal, wie mich die Bella begrüßt. Hallo. Ja, wo ist denn meine Beine? Ja, wo ist denn meine Beine? Ja, da ist meine Beine. Komm, schnell mit rein. Ja, komm. Bist du glücklich, dass die Mama wieder da ist? Die will meinen Schlüssel, dann weiß sie, dass ich nicht mehr weggehe. Also, hier ist er. Da. Haben wir noch den Sinn? Ich? Nein. Das war eine Lücke. Yay! Yay! Conio-Treffen! Die Conios are in the house! Woohoo! Tonight! Schaut mal, wer ist. Wir freuen uns sehr, wieder zusammen zu sein. Meine liebste Lieblingssteffi! Ja. Yay! Wir waren gerade schon frühstücken. Mhm. Schön lecker frühstücken und ein bisschen gequatscht. Und jetzt geht's ab zu Kim. Zu den ganzen anderen Mädels, ja, auf die wir uns sehr freuen. Ja. Und ich nehme euch wieder mit. Und deshalb würde ich mal sagen, bis später. Bis später. Wir sind angekommen bei der Kim, unsere Gastgeberin. Da ist sie! Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Danke für die Einladung. Wir haben es endlich geschafft. Und es ist so schön hier. Ich zeige euch aber nicht zu viel, denn die Kim wird noch eine Wohnungstour machen. Genau. Eine Wohnungstour. Deshalb zeige ich euch nicht zu viel. Aber hier hinten seht ihr schon meine Geschenke für meine Conios. Und was ist da? Das Öl, von dem ich euch erzählt habe. In meinem DM-Haul. Ich liebe es und deshalb muss ich es natürlich auch meinen Mädels schenken. Mhm. Kim, komm zu mir. Ja. Und Blumen habe ich auch gekauft, die stehen noch da vorne. Die drapiere ich dann jetzt hier auch noch dahin. Mhm. Und jetzt ruft jemand meinen Mann an. Freue mich schon voll. Mal gucken, was die Mädels zu meinem Teilchen hier sagen. So sieht der Tisch aus. Ganz viele Geschenke. Bin mal gespannt. Wir warten jetzt noch auf Tara und auf Mayra und auf Soraya. Ja, und dann nochmal nachträglich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Kim. Happy Birthday to you. Sie sind auch mit ihrer Schultüte so beim ersten Schultag. Bitte chill, geht's hier noch eine Runde? Nein, wir sind schon mal ganz auf hier aus. Ja, ist voll fleißig. Und da ist die Kim. Okay, dann ist schaut mal, das da ist kein Platz mehr. Ey, was hast du? Wie spät haben wir es denn? Tut dir doch weh. Moment. Viertel vor zwölf. Oh mein Gott. Alles noch gut, wir müssen noch unser Bett holen. Ja, wir holen jetzt unser Bett. Aufpuste dann. Chillen wir hier weiter noch eine Runde. Und dann hole ich die Kamera aber nicht mehr raus. Das war es jetzt erstmal für heute. Wollt ihr noch Tschüss sagen oder pennt ihr schon? Endlich, was ist los mit euch? Tschüss! Wir sind alle voll kaputt, ey. Wir, ne? Wir sind die Ältesten und wir sind noch voll fit. Ja, voll fit. Guten Morgen. 4 Uhr in der Früh war es heute und um 7 war ich wach. So sehe ich auch aus, wir haben jetzt alles fertig gemacht. Die Kim, die hat so lecker Frühstück für uns vorbereitet. Ganz lecker war das, Kim. Kimi? Das freut mich. Da ist die Kimi. Und wir haben jetzt schon gepackt. Wir machen uns jetzt alle auf den Weg. Ich habe ja 3 Stunden vor mir. Und dann bekomme ich Besuch. Mein Schwager kommt mit meiner Nichte. Ich freue mich schon riesig auf den Kaffee. Hoffentlich bringt sie Kuchen mit. Ich weiß es nicht. Jedenfalls erlöse ich euch von diesem Anblick. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zu Hause. Hallo, da bin ich wieder, 300 Kilometer später. Ich bin jetzt hier gerade an der Landstraße gefahren und habe das Auto von meinem Mann entdeckt. Die sind nämlich jetzt hier gerade Schlitten fahren. Und jetzt habe ich meine Männer überrascht und bin ganz langsam hier hochgeschlichen mit den idealsten Schuhen ever für den Schnee. Richtig passend. Und Alessandro hat seinen Zahn verloren, als ich nicht da war. Der sieht so süß aus. Also der baut gerade wieder eine Rampe. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht hinfalle. Wartet, ich zeige es euch mal. Lassie! Der Lassie baut eine Rampe, schaut. Und er hat seinen Zahn verloren. Ich weiß gar nicht, ob er es zeigen möchte. Willst du es mal zeigen? Nee. Nee, lieber nicht. Er schämt sich noch ein bisschen. Muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen.
Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich meine Männer schon vorher gesehen habe. Ich fahre jetzt nach Hause, mache schön alles ordentlich und decke den Tisch, weil wir bekommen ja gleich Besuch. Und ich beeile mich, ich sehe auch noch voll fertig aus. Ich muss mich noch ein bisschen frisch machen. Und ja, ich freue mich, dass ich meine Familie wieder habe. Da kommt mein Luki angesaust. Ciao. Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht jetzt vom Licht her, hier ballert nämlich total die Sonne rein. Ich habe jetzt mal die Jalousien zur Hälfte runtergefahren. Ich wollte mich mal ganz kurz noch bei euch melden. Gestern habe ich es nicht mehr geschafft, ich war so fertig. Und zwar hatte sich ja um 3 Uhr Besuch angekündigt, mein Schwager mit meiner Nichte. Und um 2:30 hatte ich ja meine Männer abgefangen, habt ihr ja gesehen, also überrascht nicht abgefangen. Und die waren ja am Schlittenfahren, mein Mann und die Kinder. Und es war total schön, sie haben sich sehr gefreut, mich wiederzusehen. Und dann frage ich noch so meinen Mann, du, wie sieht's denn daheim aus? Ne? Ist alles ordentlich? Ja, ja, passt alles. Ne? Dachte ich noch, naja, ich fahre lieber mal heim und schaue nach. Leute, ich sag's euch, in 24 Stunden, was diese Männer angerichtet haben hier zu Hause. Echt, es hat ausgesehen. Ne? Ich habe dann innerhalb von 1/2 Stunde in der Küche die Böden gewischt, unten am Eingang, ich habe die Treppe runtergekehrt, ich habe durchgesaugt, ich habe den Tisch schön eingedeckt, alles schön hintrapiert, die Wäsche aufgehängt und. Ich bin hier rumgewirbelt wie so eine Bekloppte. Ich glaube, wenn mich jemand gesehen hätte, hätte er mich in eine Anstalt gebracht. Wahrscheinlich, ja. Echt, ich habe dann alles schön ordentlich gemacht und dachte mir doch so, um Gottes Willen, ich kann die echt nicht alleine lassen. Ich glaube, jetzt kommt gerade der Max. Max? Ja, jetzt kommt er gleich. Wir kochen nämlich gemeinsam, das habt ihr euch gewünscht. Und ich habe jetzt auf Snapchat schon gefragt, ob ihr nicht ein paar Fragen habt für uns, beziehungsweise für den Max. Die werden wir jetzt während des Videos beantworten, beziehungsweise während wir kochen. Da mache ich aber ein separates Video, denn ich glaube, es wird was Längeres. Aber wie gesagt, ihr habt es euch gewünscht und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich blende euch das dann einmal nochmal ein. Max? Kommt gerade die Treppe hoch. Okay, also bis gleich. Ja. Und Reisen weiß ich noch nicht. Ich glaube, da wird meine Mutter nicht mitmachen. Oh, das kommt rüber, als wäre ich voll streng. Komm, du warst auch in Griechenland letztes Jahr alleine, ohne mich. Das stimmt, ja. Mit seinen Kumpels. Also sein Cousin war dabei und dann sind die nach Griechenland geflogen. Hallo! Ja, und wer hat's erlaubt? Ja, okay. Hallo, guten Morgen. So, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video mit Max. ja, es ist ziemlich lang geworden, aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Das ist die ungeschminkte Wahrheit, ich habe wenig geschlafen, so sieht es aus im Puppenhaus. Aber ganz viele von euch haben mich nach meiner aktuellen Gesichtsreinigungsroutine gefragt, meine Pflegeroutine, auch auf Insta direkt, da kommen wir gleich nochmal dazu. Deshalb habe ich mir gedacht, filme ich euch das mal ab. Die Produkte, die teste ich schon eine ganze Weile. Habt ihr auch in meinem Vlog gesehen, vor einigen Wochen, dass mich das Paket erreicht hat von Flaconi. Und zwar nennt sich die Marke, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, denn ich kann nicht gut Französisch sprechen. Also es ist Roger Gallet und die Reihe, die Serie nennt sich Aurore oder Aura Mirabilis. Ich blende es euch am besten ein und ich habe hier die Produkte. Ich zeige euch das jetzt am besten alles mal. Allerdings ist es so, dass ich die im Wechsel verwende, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Und zwar fange ich immer an mit diesem Produkt hier. Und zwar ist das Schönheits- und Gesichtswasser mit Fruchtessig. Das soll glätten, verfeinern und klärt die Haut mit 18 natürlichen Essenzen aus Arzneipflanzen und destillierten Pflanzen. Das riecht unheimlich gut, ist ohne Parabene und das wende ich wirklich jeden Tag an. Und zwar ist es ein Zwei-Phasen-Produkt, deshalb schüttel ich das Ganze erstmal. Und dann habe ich hier so ein Wattepad, trage mir das hier so auf. Gerade so ein bisschen. Und dann nehme ich gerade nochmal alles ab, obwohl ich ja natürlich gestern Abend mein Gesicht gereinigt habe, aber ihr wisst ja, wie es ist. Es bleibt dann doch immer nochmal irgendwie was im Wattepad hängen. So mache ich das. Ja, ist jetzt nicht viel natürlich, Gott sei Dank, aber so bereite ich erstmal meine Haut vor. Als nächstes habe ich dann dieses Produkt hier und zwar steht hier Fine Cleansing Mask. Ihr könnt es doppelt anwenden. Also das heißt, entweder als Maske, so wie ich es mache, weil ihr wisst, ich bin ein kleines Maskenopfer, oder eben zum Reinigen. Also sprich, damit ihr euch euer Make-up abends abnehmt. Ich nehme hier gerade so eine Menge ungefähr. Dann massiere ich mir das so ein. Die ist durchsichtig, was sehr von Vorteil ist.
Wenn der Postbote morgens klingelt, ihr wisst, früh morgens trage ich mir ganz oft Masken auf, ich liebe es, ich bin ein kleines Maskenopfer. So, ihr könnt nichts erkennen und das lasse ich dann immer so circa 10 Minuten ja, einwirken und nehme sie mir dann immer mit einem kleinen Handtuch ab, und zwar so eins, habe ich euch ja auch schon oft erzählt. Ich nehme sie mir jetzt schon mal ab, ich lasse es jetzt nicht 10 Minuten einwirken, ich wollte es euch ja nur zeigen. Und zwar nehme ich jetzt hier so warmes Wasser, lasse es drüber laufen, ringe dann das Handtuch schön aus und dann nehme ich sie mir einfach ab, die Maske. Bei der Maske ist es so, dass sie reinigt und entgiftet und schenkt der Haut frische Ausstrahlung. Und auch bei der ist es wieder so, dass sie aus 18 natürlichen Essenzen aus Arzneipflanzen und destillierten Pflanzen hergestellt wurde. Als Letztes habe ich dann dieses Schätzchen hier. Oh mein Gott, schaut euch bitte schön mal diese Verpackung an. Ist das nicht edel? Also bei dem hier ist es auch wieder so, dass es ein Zwei-Phasen-Extrakt ist. Und es repariert und regeneriert, also es schenkt auch eine wahnsinnig schöne Ausstrahlung der Haut und ich verwende es wahnsinnig gerne. Ich trage das auch hier wieder so in die Handinnenfläche auf, gerade so eine Menge, könnt ihr ja sehen. Und dann nehme ich das, verreibe das erstmal in der Handinnenfläche und tupfe das so auf mein Gesicht auf. Lass das ganz kurz einwirken und dann massiere ich mir das so nochmal ein. Und zwar von innen nach außen. Dann dürft ihr auch euren Hals nicht vergessen, Mädels. Das ist super wichtig. Und dann tupfe ich mir das Ganze nochmal so ein. Das zieht auch unglaublich schnell ein. Also da habt ihr irgendwie überhaupt keine Rückstände. Ich lasse das zwar dann erstmal eine Weile, bevor ich mich schminke. Ich mache dann meist erst noch so die Betten oder den Haushalt, irgendwas. Und dann schminke ich mich. Aber bevor ich mich schminke, trage ich mir dann erst noch meine feuchtigkeitsspendende Tagescreme auf. Und zwar ist es diese hier, eben auch aus dieser Serie. So sieht das Ganze aus. Ich habe schon fleißig eben verwendet. Ich bin sehr damit zufrieden. Ihr könnt das Ganze im Wechsel machen, entweder morgens und abends oder beides. Ich mache es halt nur morgens, weil ich ja für abends dann meine Nachtpflege habe. Das wisst ihr ja. Und zusätzlich, das wisst ihr ja auch, wenn ihr mich schon länger verfolgt, verwende ich meine Foreo Gesichtsreinigungsbürste. Bei der ist es so, dass ich da eine kleine Überraschung bald für euch habe. Und zwar darf ich nämlich eine verlosen auf Instagram. Ich sage euch dann noch Bescheid. Es wird jetzt sogar in den nächsten Tagen sein, das Gewinnspiel. Also seid da schön aufmerksam. Das Ganze verwende ich jetzt im Wechsel. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich jeden Tag alles drauf mache, sondern die Maske zum Beispiel jeden dritten Tag. Gut, das verwende ich tatsächlich jeden Tag und bei diesem Extrakt hier, das verwende ich jeden zweiten Tag. Aber die, ja, die Creme hier, die Tagescreme, die verwende ich auch jeden Tag. Ja, und das war soweit meine Gesichtspflegeroutine. Ihr wolltet sie sehen, deshalb habe ich sie euch abgefilmt. Ich lasse das Ganze jetzt ein bisschen einziehen und einwirken, mache noch ein bisschen was im Haushalt. Heute Mittag geht es nämlich dann mit den Kindern spazieren. Kann ich euch auch ein bisschen mitnehmen, wenn ihr möchtet. Und ich muss mich aber erst schminken, weil so gehe ich lieber nicht raus. Apropos Verlosung, habe ich fast vergessen. Oh mein Gott, entschuldigt. Ich habe dieses kleine Testpaketchen jetzt hier noch von Roger Gallet und würde euch das dann auf Snapchat verlosen. Also schaut da gerne mal vorbei und schaut gerne mal bei Flaconi vorbei. Die starten nämlich auch eine richtig coole Verlosung. Und zwar vom 27.01. bis zum 2.02. könnt ihr bei deren Facebook-Seite mal vorbeischauen und könnt euer Glück versuchen. Bei mir hier, wie gesagt, dieses kleine Testpaketchen hier. Schaut mal, da sind so kleine Proben drinnen eben von Aura Mirabili. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ja, alles dazu nochmal in der Infobox. Jetzt mache ich mal weiter hier mit meinem Haushalt, beziehungsweise schminke mich dann, damit das alles hier seinen Lauf nimmt. Ihr wisst, ich bin meist ein bisschen unter Zeitdruck. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt einen schönen Spaziergang gemacht. Da ist die Bella, der Alessandro und der Luki. Jetzt haben wir noch ein paar Sonnenstrahlen genossen, deshalb habe ich hier meine Sonnenbrille auf. Also nicht wundern. Wir gehen jetzt heim, dann mache ich einen Kaba und einen Tee. Jo. Und der Alessandro muss dann noch für HSU üben, ne Lassie? Ja. Ja, die schreiben nämlich eine Probe und ja, werden wir mal gucken, was wir daheim noch so machen. Der Lassie, der kann übrigens nicht so gut jetzt hier laufen, weil er diese Rollen hat. Und hier geht's bergauf. Also auch nicht wundern, dass ich jetzt hier so außer Atem bin. Wir sind jetzt aber gleich zu Hause.
Und ich hoffe natürlich, dass euch unser Vlog gefallen hat. Ich nehme euch jetzt noch ein bisschen mit daheim und zeige euch dann den Kaba und wie wir es uns gemütlich machen. Aber ich verabschiede mich jetzt hier schon mal an dieser Stelle. Falls ihr irgendwelche Fragen habt noch zu den Produkten, könnt ihr mir auch noch mal schreiben, beziehungsweise schaut da gerne mal bei Flaconi vorbei. Wie gesagt, das Gewinnspiel. Und da ist auch bei jeder Bestellung so ein Täschchen dabei. Das kann ich euch mal zeigen. Ganz spontan, Moment. Ich habe das nämlich hier dabei. Da habe ich nämlich so ein paar Produkte noch drin. So irgendwie Puder und so. Ups, jetzt kriege ich es nicht mehr rein. Kannst du mir kurz helfen? Und Alessandro hilft mir kurz. Okay. Also, wir sind... Danke, Schatz. Also, wir sind jetzt gleich zu Hause. Und dann sehen wir uns dort nochmal. Bis gleich. Da ist die Bella. Hat einen Stock gefangen. So ist fein. So, Lassie, werf.